So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Link's Awakening. Wir sind mitten im achten Dungeon, den wir in diesem Part auf jeden Fall, nein, da will ich noch nicht hin, beenden werden. Und sind jetzt auch, glaube ich, kurz davor, das Dungeon-Item zu erhalten. Viel fehlt nicht mehr. Ach, jetzt bin ich hier. Ja, das kriegt man einfach, kann man einfach mal kurz mitnehmen, das Zeug. Braucht man jetzt aber nicht. War da oben noch was? Ja. Da war sogar noch sehr viel. Hauen wir den erst einmal weg. Ah, Mist. Nein, jetzt geht er die Treppe hoch. Na gut. Ist aber auch in Ordnung. Dann können wir uns kurz das Herzteil hier holen. Und können auch kurz hier den Teleporter aktivieren. Will ich nicht. Wollte ihn nur aktivieren. Und können auch kurz hier reingehen. Hier geht es nämlich in dem Dungeon weiter. Nein, man muss die von oben besiegen. Oh, jetzt ist nämlich die Truhe weg. Ah, leck mich doch fett. Ah, ist das euer Ernst? Ach, komm schon. Jetzt geht er hoch. Ja, 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 ja. Nicht doch fett. Nein, der trifft nicht. Ah! So. Wow, was war das? Was ist denn mit dem verkehrt? Wow. Was für eine Aktion. Wow. Wie die umdrehen an der Wand, ist ja super episch. So, friss das. Tschüss. Glück haben wir Millionen Bomben. Friss das. Friss das. Ach, sei halt nicht so klug. Ah, oh, jetzt geht das wieder da rum. Na toll. Friss das. Tschüss. Eieieiei, das hat gedauert. So. Perfekt. Gut, drei kleine Schlüssel haben wir. Das sollte doch jetzt reichen. Ist eigentlich egal, wo wir weitergehen, aber wir haben hier eine Schlüsseltür auf jeden Fall. Da ist der Schloss. Der Schloss. Der, das goldene Schloss. Jetzt bin ich wieder in dem Raum. Also eigentlich habe ich den Schlüssel jetzt verschwendet, wenn man so will. Weil da hätte ich auch so hingekommen. Aber gut. Komm halt her. Komm halt einfach her. Wow. Da lade ich ihn ein und dann verhaue ich's. Weißt du was? So. Tschüss. Dann ebenso. So, jetzt können wir uns das da einmal schnell holen. Geld! Hurra! Und dann war hier unten noch der, genau, hier drüben war das andere Schlüsselding. Ja. Da wollte ich hin.
dran. Sollten wir nochmal den Schlüssel da auf dem Weg jetzt brauchen, haben wir sogar noch einen dabei. Hä? Das ist auch wieder... Ach so, nee, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ich dachte gerade schon. Doch, brauche ich sogar. Aber jetzt sollte der Weg zum Dungeon-Item offen sein. Ja, perfekt. Komm her. Schick dich. Hopp, hopp, hopp. Richtig krasse, schwierige Stelle auf jeden Fall. Bin voll herausgefordert. So. Zack. Yay, der richtige Mini-Boss. Den kennen wir noch nicht, ne? Aua. Aber auch da einfach ausweichen und draufhauen. Ich bin halt gerade wieder dumm. Aber er ist halt einfach nicht schwer. So. Man ist halt auch einfach overpowered mit roter Dings und Dings und allem. Weißt du schon. Wait. Das ist nicht richtig. Ah, aber wir haben jetzt einen Port hierher. Wir müssen den Schalter drücken. Also Schalter drücken. Und dann wieder hierhin zurück. Okay. Kann man auch denken, wo der Schalter ist. Es bleibt nämlich nicht mehr viel übrig. Als dieser Weg. Den haben wir noch nicht gemacht. Ich denke mal, da wird so ein Schalter sein. Aua. Nee. Verflucht, wo ist der Schalter? Hatten wir schon einen Schalter heute? Hier gesehen? Sehe da was. Mist. Wie kam ich denn dahin? Oh no. Oh no. Oder das müsste doch von da so ein Weg, oder? Ist das? Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Verdammt. Aber ich müsste da so hinkommen, ne? Ja. Passt sogar. Passt sogar. Da komme ich hier rüber. Ja. Da ist eine, Ups. Oh nein, jetzt muss ich... Ha. Ist jetzt die Frage, ob das so geht. Ja, der kann nur... Der kann nicht schräg rennen. Entweder ich muss nochmal komplett außen rumlaufen oder ich schaffe den Sprung. Ich fürchte, ich schaffe den Sprung nicht. Nee, keine Chance. Also noch einmal außen rum. Ah, ich habe den Schalter vergessen. Ist das blöd. Ist das doof. Na gut, aber dann haben wir es gleich. Schieb, 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 schieb. So. Zack, runter da. Ei. Ja. Ach komm. So. Zack. So, ich hoffe, das war jetzt immerhin der schnellste Weg, den ich gehen konnte. Bin mir nicht sicher. Ich glaube aber ja. Aber gut, dass man eine Karte hat. Also ohne Karte das jetzt wieder zu finden, wäre jetzt gar nicht so einfach gewesen. Hätte ich jetzt, glaube ich, ziemlich lange rumgesucht. Da ist die jetzt wirklich Gold wert gewesen. Kann man nicht anders sagen. So. Sag nicht, ich wäre da auch durchgekommen.
Da stand ich doch gerade. Ich habe das nicht gesehen. Ach, komm schon. Ja, wie auch immer. So, jetzt haben wir's. Jetzt kommen wir endlich an das Dungeon-Item ran. Endlich kommen wir an das Dungeon-Item ran. Das wurde auch Zeit. So, zack. Und es ist ein ziemlich cooles Item. Nämlich den magischen Stab erhalten. Damit feuerst du glühende Feuerbälle ab. Vielleicht habt ihr es euch schon ein bisschen gedacht. Als ihr die Eisblöcke gesehen habt, die uns im Weg sind an manchen Stellen und so weiter. Dafür brauchen wir natürlich dieses Dungeon-Item. So. Muss ich nur ganz kurz gucken, wie ich hier... Da komme ich einfach so rum hin, ne? Ja, passt. Machen wir das nämlich noch schnell, sonst vergesse ich den Schlüssel da drüben. Und dann fehlt uns an einer Stelle plötzlich ein Schlüssel und dann weiß ich nicht, was los ist, weil ich doof bin. Aber ich habe dran gedacht. Sehr, sehr gut. So. Denn an diese Dinger hier kommen wir halt nur mit diesem Feuer. So. Damit gehört auch dieser Schlüssel uns. Plopp. Zack. Und jetzt haben wir einmal den Weg. Ich wette, ich werde erst den falschen gehen. Ich wette es. Ich meine, ich habe zwei Alternativen. Ich habe zwei Wege. Der eine führt zum goldenen Schlüssel. Der andere führt zur Tür. Ich weiß nicht, welcher ist. Ich weiß es einfach nicht. Ich wette, ich werde erst den falschen nehmen. Ich wette es. Ich gehe jetzt erstmal den hier. Weil ich bin auch im Original immer erst den falschen gegangen. Na, einer ist hier und einer ist da drüben. Beide haben Eisblöcke im Weg. Also man kann es einfach nicht erkennen, wo es weitergeht. Es ist einfach nicht offensichtlich. Ich wette, ich... Ah, ja moin. Und ich wette, ich werde erst den falschen erwischen. Nein, es sieht sogar gut aus. Unfassbar. Unfassbar, es sieht sogar gut aus. Ich glaube, so kann ich das sogar auch angreifen. Ah, nee, kann ich nicht. Tschüss. Kabum. So. Das war der letzte Zwischenboss, den wir zum zweiten Mal gesehen haben. Ach ja. Noch einmal ein Rätselchen, aber ich glaube, auch das ist nicht schwierig gewesen. Oh nein, ich habe es verbaut. Kann ich abbrechen? Das ist nicht schwierig gewesen. Ups. Nein, ich habe schon wieder verbaut. Tschüss. Ich darf nicht zwei Sackgassen lassen. Ich muss eigentlich so bauen, dass ich... Nein, hä, was tue ich denn? Da drüben muss ich zum Schluss rein. Ah, jetzt habe ich's. Das hat gedauert. Ja, alles gut. So. Kleine Verwirrung. Und da ist mein goldener Schlüssel. Nice. Tatsächlich die richtigen 50% erwischt. Unglaublich. So. Dass ich das mal erleben darf. Oh, ich freue mich auf den Boss. Der ist cool. Ich meine, es ist der 8. Dungeon-Boss. Der muss ein bisschen cooler sein. Ja. Aber man muss sagen, insgesamt sind eigentlich die Bosse ganz cool gewesen in Link's Awakening. Wir haben jetzt ja alle kennengelernt, bis halt auf den letzten.
Aber auch hier, wer diesen Dungeon blind spielt, ich glaube, da hat schon erstmal so seine Problemchen, ne? Da hängt man schon ganz schön fest. Da bin ich echt froh, dass ich mich noch an ziemlich viel erinnere. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Den darf ich nicht kaputt machen, aber den auch nicht. Kann ich irgendwie nur so schräg? Nee. Ja, wirklich. Ah, hab's. Ja, ich hab's kaputt gemacht. Jetzt bin ich ja komplett dumm. So. Schwierigstes Rätsel der Menschheit gelöst. Vielen Dank. Danke, danke, danke für den Applaus. Haben wir denn alle Kisten? Ja, die nicht, weil da ist Balsam drin. Sonst haben wir alles. Gott. Abflug. Du bist am Ende. Niemals werde ich dich die Instrumente der Sirenen spielen lassen. Niemals. Okay. Wenn du das sagst. Jetzt Kopf. Wow, ein spektakulärster deutscher Name. What? Wie hieß der denn sonst? Keine Ahnung. Ja, wusstet ihr schon, dass man Feuer mit Feuer bekämpft? Krass, ne? Ich treffe ihn halt auch einfach. Wow. Muss ich den eigentlich mit dem treffen oder mit dem anderen auch? Ah ja, geht nur mit dem. Okay. Alles klar. Jetzt normal. Ich glaube, jetzt kann ich normal treffen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube immer noch so. Warum nur? Warum bist du hergekommen? Ohne dich wäre alles in Ordnung. Du darfst den Windfisch nicht aufwecken. Du bist selbst nur Teil seines Traumes. Alle wollen uns daran hindern, den Windfisch zu wecken. Aber wir sind stur. Wir wollen aus dieser Insel raus. So. Letzter Herzcontainer, den ich in einem Dungeon erhalte. Plopp. Zwei fehlen dir aber insgesamt noch. Letztes Instrument. Die Oktopus-Trommel. Ei. Das Ei ruft. Uns ruft's noch nicht. So. Wir gehen jetzt einmal ganz geschwind zu Imse hier. Und gucken mal, ob noch eine Dings fehlt, eine Muschel.
Ob es 45 oder 50 sind. Im Moment habe ich halt 45 Muscheln. Ich könnte mir vorstellen, dass es beim Kra noch mal Muscheln gibt oder sowas, wenn man noch ein paar... Ach ja, wir können es die anderen Figuren machen. Hahaha. Wir machen noch die anderen Figuren auf jeden Fall auch in dem Part. Aber ich glaube, es geht noch weiter. Was die Muscheln... Ich glaube, das sind noch nicht alle. Ja, das sind genau noch 5 wahrscheinlich. Gut, dann gehen wir einmal zum Kran-Spiel. Machen die letzten Figuren. Wir gehen zum Angeln. Da soll ich auch noch die Umgebung beim Angeln beachten. Anscheinend habe ich da irgendwas noch angeln können, was ich noch nicht geangelt habe. Das ist übrigens ziemlich cool, wie man hier einfach durchziehen kann mit dem Ding. Bam, bam, bam. So. Und was ich leider verpa... Was zum... Die Piranha-Pflanze, Alter. Was ich leider verpasst habe, war mit Marin hier reinzugehen. Anscheinend gäbe es da ein Easter Egg. Habe ich nicht gemacht. Kann ich aber ja auch nicht riechen. So. Die muss ich doch safe... Oh mein Gott. Kriege ich... Wie soll ich die denn... Was... Ah, jetzt kommt die nicht zu mir, jetzt kommt die nicht zurück. Ja, das ist jetzt, dumm. Das ist jetzt dumm gelaufen. Kann ich die überhaupt noch kriegen, wenn die da am Boden liegt? Ja, das war jetzt ja blöd. Ja. So, jetzt verschiebt er das dahin und jetzt verschiebt er das wieder zurück. Jetzt verschiebt er das wieder dahin. Kann ich den Topf einfach greifen? Nein. Man muss... Ich kann die ja nicht am Stück greifen. Ich muss den Topf greifen können. Das geht gar nicht anders. Ah, das ist jetzt genau die Mitte. Das habe ich blöd gemacht. Ah, komm schon, bleib drin. Yes! Greif zu. Nein, der hat ihn nicht gegriffen. Ah, der hat ihn. Nein! Okay, aber jetzt liegt sie still. Jetzt liegt sie still, das macht die Sache einfacher. Wir tasten uns langsam vorwärts. So, mal gucken, ob das funktioniert. Vielleicht muss sie es in der Mitte greifen, dass sie links und rechts nicht rausfallen kann. Das kann auch sein. Nein, jetzt bewegt er die wieder. Hör auf damit. Jetzt bewegen die wieder. Nein. Der greift es doch niemals jetzt richtig. Aber der Topf bleibt da, wo er ist. Ich glaube, ich kann es am Topf nochmal angreifen. Als ist das Herz da im Weg. Oh nein. Jetzt. Das war nix. Aber jetzt liegt sie wieder alleine. Jetzt kann ich nochmal versuchen, sie am Stängel zu greifen. Oder am Kopf. Vielleicht versuche ich doch mal den Kopf. Ich versuche mal den Kopf. Aber da ist jetzt der Rubin im Weg. Ja, wobei, die könnte... Ne, die geht nicht rum. Wo greife ich die denn am besten an? Probier nochmal den Topf. Der muss halt runtergehen. Ja? Ne, das reicht nicht. Oder ich schieb sie einfach... Ich schieb sie einfach Stück für Stück rüber, bis sie von selber einfach runterfährt auf diesem blöden Pad. Ah, Mann, ey.
Er geht einfach nicht über den Topf drüber. Es nützt mir überhaupt nichts so. Wie mache ich das denn am blödsten? Kann ich die so ein bisschen bewegen? Naja, jetzt geht er wieder nicht runter. Ja, das nützt mir gar nichts. Eieieiei. Probieren wir nochmal den Kopf. Ich müsste halt so klasse, dass er runtergeht. Er muss um den Kopf rumkommen. Kommt er nicht. Hat überhaupt nichts gebracht jetzt. So geht er nicht rum, ne? So geht er... Ne, der geht nicht runter. Nee. Geht es nur, wenn sie steht? Aber ich habe ja am Anfang ist der ja zu. Der Kran. Der drückt die ja auf jeden Fall um. Also die fällt auf jeden Fall um. Da kann ich machen, was ich will. Ich probiere jetzt mal, die einfach zu schieben. Ja, die schiebt, die bewegt sich nicht. Ja, wow. Das war ja richtig weit geschoben. Ah, mein Gott, ey. So, schieb sie rüber. Ja, sehr gut. Irgendwann geht sie einfach auf das Band drauf. Und dann fährt sie runter. Unkonventionelle Lösungen. Aber why not? So, schieb. Nein! Der greift jetzt... Oh, nein! Das hat es überhaupt nicht bewegt. Das war nicht der Plan. Das war nicht der Plan. Ja, ja, ja. Nein! Nein! Jetzt fährt die wieder ganz woanders. Jetzt fährt die wieder ganz woanders hin. Kann ich hier im Kopf noch was kriegen? Oh, das sieht perfekt aus. Das ist es. Oh mein Gott. Okay. Dann eben so. Oh, was ein Quatsch. So, jetzt hol ich mir noch den Rubin. Das kann ja nicht wahr sein. Jetzt wird zumindest noch ein bisschen Geld wieder rausholen aus der Geschichte. Nice. So, okay. Ja. Das war das. Habe jetzt 10 Minuten an dem Ding rumgefischt. Unfassbar. Nein. Es ist weniger, als ich eingesetzt habe. Das ist schlecht. Das ist weniger, als ich eingesetzt habe. Was soll's. Wir hatten irgendwas mit 960 oder so. Keine Ahnung. Oh, war das schlecht. Okay, wo kommt die Piranha-Pflanze? Ich glaube, bei uns ins Haus. Oh, das wollte ich nicht. Hier, ne? Yes. Yes. So, eine fehlt noch. Eine Statue. Ich weiß aber gerade nicht wo. Aber erstmal holen. Erstmal holen das riesige Ding wahrscheinlich wieder. Ach, ja, der Pokey stimmt. Ich weiß auch, wo er hingehört. Ja, den schmeiß ich doch jetzt wieder um am Anfang. Da krieg ich ja jetzt schon wieder die Krise. Nee, schmeiß ich nicht um. Oh, nice. Den kriege ich direkt. Nice. Alles gut. Wunderbar. Oh, ich dachte schon. Oh, das versöhnt mich. Das stimmt mich versöhnlich. Dankeschön. Perfekt. Nee. Danke. Wiedersehen. Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder spiele ich bei dir irgendeinen Mist.
Yay. So, das war das. Okay, perfekt. Und der kommt oben hin. In das große Haus. Ich weiß auch wo, in die Ecke. So. Da nämlich. Ab dafür. Habe ich irgendwas übersehen? Gibt es noch eine Figur? Eins haben wir alle, ne? Yo. Du hast mir das Leben gerettet, Link. Das werde ich dir nie vergessen. Ich habe mir beim Windfisch etwas für uns gewünscht. Was ich mir gewünscht habe, das wird nicht verraten. Ich glaube, ich habe irgendeine Sequenz verpasst. Man hätte, glaube ich... Ach, Mist. Die war beim Windfischei, glaube ich, eine Zeit lang. Wäre die da rumgestanden. Ich glaube, da habe ich eine Sequenz verpasst. Die man abspielen kann, wenn man da hingeht. Nee. Ich meine mich zumindest an irgendwas zu erinnern. Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Verdammt. Okay, der hat nichts Relevantes mehr. Gut. Rums. So, aber wo sind jetzt... Ach ja, Angeln. Angeln, Angeln, Angeln. Guck mal, da ist jetzt wieder so hell, ne? Dann gehen wir jetzt einmal eine Runde angeln. Ja, 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 ja. Schwerer Köder. So, jetzt gucken wir erstmal die Umgebung an. Ja, halt die Klappe. Jetzt gucken wir erstmal die Umgebung an. Gott, ist da hinten ein Oschi. Her damit. Umgebung interessiert mich gerade nicht. Hä? Oh! Das ist die Umgebung. Willst du mich vor... Ach so, da ist eine Flasche und die kam... Nein, das wollte ich nicht. Zurück, 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 zurück. Ach so. Oh je. Das heißt, der muss erst aus dem Weg, bevor ich die Flasche haben kann. Dumm, ey. Hallo? Reagiere. Fisch reagiert auf Angelhaken. Neuestes YouTube-Video. Nein, du nicht. Zieh, 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 zieh. Zieh. Oh boy. Ich weiß nicht, wie ich den hinkriegen kann. So, so nicht. Aber jetzt ist er trotzdem weg. Na, das wollte ich nicht. Wo komme ich jetzt an die Flasche ran? Wo ist denn die jetzt? Wo ist jetzt die Flasche hin? Die muss irgendwo da fallen gelassen worden sein. Da! Hab ich die jetzt am Haken? Oh Gott, da kommt der Nächste. Ey, lasst mich bloß in Ruhe. Jetzt will ich ausnahmsweise mal nicht, dass ein Fisch hier rangeht. Zieh, 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 zieh. Nein!
Ich verstehe. Okay. Das heißt, ich muss den Weg jetzt finden. Aber das ist der Special für Staunen eh weg, ne? Wie soll man denn so ein fettes Viech angeln? So, jetzt kriegen wir die erstmal... Ich versuche die jetzt mal ganz an den Rand erstmal zu ziehen. Dann ist nur dieser kleine Fisch da das Problem. Wenn ich es dann richtig time, sollte es funktionieren. Und selbst wenn ich es nicht richtig time, muss nur der kleine Fisch aus dem Weg geräumt werden. Und dann komme ich an die Flasche ran. Okay, hoch, 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 hoch. Oh nein. Oh nein, der kommt. Ist genau gewusst. So, komm, weg mit dir. Ja. Schnell, bevor er wiederkommt. Schnell, 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 bevor er wiederkommt. Und hoch, 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 hoch. Nichts wird mich davon abhalten, diese verdammte Flasche zu angeln. Yes! Und da wäre direkt die nächste gekommen. Unglaublich. So. Nein. Ist jetzt der Fette wieder da? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, nur wenn es da wirklich leuchtet. Aber brauche ich den jetzt noch für Herzteile oder so ein Quatsch? Ich weiß, ich krieg bei Boris noch Herzteile. Im Moment ist der Fett halt auch gar nicht da. Aber ich meine, jetzt habe ich Geld ausgegeben. Ich kann jetzt auch einen fetten angeln. Auch wenn der gerade hier nicht ganz so fett ist. Komm. Dankeschön. Naja. Nee. Lass mal. Oh Gott, haben wir viel Geld gerade verloren. So kommt es, so wird es nichts mit dem Kaufen von. Ah, jetzt leuchtet es hier. Das kann doch nicht wahr sein. Ah. Ja, dann lass angeln. Aber wann drücke ich jetzt A schnell hintereinander? Oh, jetzt ist ein ganz... Oh, jetzt ist der da. Aber habe ich den nicht schon mal geholt? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube nicht. Guck mal hier, guck mal hier. Interessiert den gar nicht. Brauche ich dafür den mittleren vielleicht? Vielleicht nicht, oder? Reißt gleich, ich spür's. Hast das doch dumm. Ich muss irgendwie. In einem Moment muss ich nicht A drücken und im anderen schon. Ich weiß noch nicht wann. Er haut jetzt ab. Ah. Dann hol ich mir den geschnitten. Ich glaube, ich darf nur nicht, wenn der... Ich muss immer dann ziehen, wenn er gerade nicht... Ja, ja, irgendwie so. Wenn er gerade zurückzieht, dann darf ich nicht ziehen. Und wenn er gerade nicht zieht, na, weil dann reißt die nämlich schneller. Jetzt! Jetzt habe ich ihn. Boah. Aber der ist nicht so groß. Ah. Ja, toll. Nein. Jetzt leuchtet es natürlich wieder.
ist der wieder da, okay. Aber der Fette da unten ist nicht mehr da. Keine Ahnung, wie ich den wieder herkriege. Aber den hat man auch noch nicht. Guck mal hier. Nein, du nicht. Du nicht. Du auch nicht. Geh weg. Nein. Nicht für dich. Der hat keinen Bock mehr. Guck mal hier. Guck mal hier. So, wenn er gegenhält, dann gerade nicht, ansonsten schon. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Nein! So, den hole ich mir aber jetzt nochmal. Der geht ja nochmal hier vorbei, ne? Das interessiert den nicht. Jetzt hat der andere. Mist. Aber irgendwie so muss es gehen. Ja, ganz toll. Nein. Jetzt leuchtet es wahrscheinlich wieder, ne? Weil der wieder da ist. Ja, ja. Ah. Aber wir schließen hier mal ab. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.